Ja, einen wunderschönen Nachmittag hier beim Elevate Festival. Schön, dass Sie sich alle und dass ihr euch für hier herinnen entschieden habt oder fürs Wohnzimmer entschieden habt und nicht für draußen, fürs schöne Wetter. Wir fühlen uns geehrt. Es freut mich total, dass ich als Journalist des Nachrichtenmagazins Profil da auch verkünden darf, dass diese Veranstaltung heute eine kleine Kooperation zwischen dem Nachrichtenmagazin Profil einerseits und dem Elevate Festival ist. Wir freuen uns extrem, dass wir da dabei sein dürfen. Es wird jetzt 1,5 Stunden Diskussion geben über das Thema, Sie haben es auf den Screens gesehen, Facts or Fiction, Desinformation und Propaganda in Kriegen und Krisen. Krisen und Kriege gibt es derzeit wahrlich genug, also einiges zu besprechen. Wir haben ein sehr hochkarätiges Podium da, das ich jetzt gleich vorstellen möchte. Zunächst, das ist immer das Unangenehme, wenn man Moderator ist, man muss sich leider selber vorstellen. Mein Name ist Jakob Winter, Profiljournalist habe ich schon gesagt. Und warum ich zu diesem Facts or Fiction Thema ganz gut wahrscheinlich heute moderieren kann, ist der Grund, dass ich vor einigen Monaten fürs Profil ein Fact-Checking-Projekt gegründet habe, Faktiv, den Faktencheck vom Profil. Den findet ihr online. Und jetzt stelle ich euch auch schon das Podium vor, möchte beginnen. Mit wem fangen wir an? Mit der Daniela Ingruber. Die Daniela Ingruber ist einerseits Kriegsforscherin, andererseits Demokratieforscherin. Sie macht den Demokratieradar, das Demokratieradar, sehr interessante Forschungsergebnisse zur Einstellung der österreichischen Bevölkerung, wie es denen geht, in demokratischen Fragen. Und warum sie heute hier ganz besonders gut aufs Podium passt, ist, dass sie ihre Dissertation im Jahr 2007, glaube ich, korrigiert es mir, wenn ich was Falsches sage, ihre Dissertation zur Manipulation durch Kriegsfotos geschrieben hat. Damals natürlich noch überhaupt keine Ahnung vom Ukraine-Krieg gehabt, aber sie hat eine Ahnung von dem, wie hier manipuliert wird und was auch die Macht der Bilder mit uns Menschen machen können. Deshalb herzlich willkommen, Daniela Ingruber. Dankeschön. Ich mache weiter, also die Daniela Ingruber, die habt ihr jetzt schon kennengelernt, mit dem, der direkt neben mir sitzt. Achtung, hier besteht akute Verwechslungsgefahr. Ich bin der Jakob und das ist der Jakob Moritz. Ihn also immer bitte mit seinem Doppelname ansprechen. Jakob Moritz Eberl wird einigen von Ihnen bekannt sein, weil er während der Corona-Pandemie sehr oft im Fernsehen zu sehen war. Er ist nämlich einerseits Politik und andererseits Kommunikationswissenschaftler und hat mitgearbeitet am Austrian Corona Panel, hat also ergründet, wie geht es der österreichischen Bevölkerung während und mit den ganzen Maßnahmen, wie ist die Einstellung zur Impfung, wie ist die Einstellung zum Testregime, wer ist überhaupt noch bereit, sich impfen zu lassen, wie viele Prozent der Bevölkerung kann man noch gewinnen für eine Impfung. Das hat der Jakob Moritz Eberl in seiner Forschung maßgeblich vorangetrieben und leider, vor einigen Wochen kam die Info, das Austrian Corona Panel wird eingestellt. Vielleicht können wir da heute auch noch kurz drüber reden. Also herzlich willkommen, Jakob Moritz Eberl. Eine fehlt noch, von Ihnen aus gesehen ganz links am Podium, die Katharina Zwins, die wie ich fürs Profil arbeiten darf, aber eine ganz andere Ausbildungsgeschichte hat. Sie ist nämlich studierte Juristin. Sie ist bei Profil hauptberufliche Fact-Checkerin. Sie hat schon gearbeitet am Europäischen Gerichtshof. Sie hat gearbeitet im Bundesministerium für Inneres. Und als dann dort so ein kleiner Mann auf einem Pferd eingeritten ist, da hat sie sich irgendwie gedacht, sie ist vielleicht auf der falschen Seite und sie hat jetzt da auf die richtige Seite der Macht gewechselt. Und sie kontrolliert jetzt das als Fact-Checkerin, was die Innenminister behaupten und versucht das nicht mehr zu rechtfertigen. Hallo und herzlich willkommen, Katharina. Wir Propaganda und Desinformation in Krieg und Krisen ist unser Thema heute. Wir werden da einen wilden Ritt durch diese Themenpalette versuchen. Es gibt dann am Ende, wir haben uns 1,5 Stunden vorgenommen, nach circa 1 Stunde würden wir diesen Raum, und dafür ist das Elevate Festival ja bekannt, dass es ein Diskursraum ist, gern aufmachen und euch auch sehr gerne zu Fragen einladen. Das heißt, wenn was einfällt, ihr könnt schon mal mitschreiben, ihr könnt euch schon mal was sozusagen
gedanklich abspeichern für dann die Fragenrunde an unsere Expertinnen und Experten. Jakob Moritz, ich möchte mit dir anfangen. Deine Forschung zeigt uns eigentlich, wie verbreitet Verschwörungsglauben in Österreich ist. Kannst du uns vielleicht zu Beginn einmal sagen, wie viele Menschen sind für Verschwörungstheorien, Ideologien, Mythen in Österreich empfänglich? Ja, das kann ich, obwohl es die schwerste Frage gleich zu Beginn irgendwie ist. Und da muss ich vielleicht ganz kurz ausholen, weil was sind Verschwörungstheorien überhaupt und wie messen wir, was Verschwörungstheorien sind, beziehungsweise wie hoch der Verschwörungsglaube in der Bevölkerung eigentlich ist. Wir haben das im Austrian Corona Panel Projekt so gemacht, also nur kurz vielleicht für die, die es nicht kennen. Das Austrian Corona Panel Projekt war eben eine Bevölkerungsbefragung in Österreich, die zuerst im wöchentlichen Takt und dann etwa im monatlichen oder zweimonatlichen Takt die österreichische Bevölkerung befragt hat. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach mal abgefragt, unterschiedliche Aussagen, unter anderem eben auch zu Verschwörungstheorien oder das, was man am ehesten als Verschwörungstheorien oder vielleicht der bessere Begriff sogar Verschwörungsmythen, weil das sind ja teilweise Aussagen, die gar nicht Theorien sind dazu da, dass sie eigentlich widerlegt werden können. Und die meisten Verschwörungsmythen sind eigentlich nicht widerlegbar, weil sie irgendwelche so großen Konstrukte aufbauen, dass man sie gar nicht widerlegen kann. Anyway, es wird schon sehr spezifisch. Was haben wir herausgefunden? Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Glauben her, dass das Coronavirus nicht gefährlicher ist als die normale Grippe. Da steckt auch dahinter zum Beispiel, dass die Regierung einen belügt über die Gefahr des Coronavirus oder die Ärzte und Ärztinnen einen belügen. Da wissen wir zum Beispiel, dass durchgehend durch die gesamte Pandemie ungefähr 16% der österreichischen Bevölkerung diese Aussage unterstützt haben. Wären wir vielleicht noch spezifischer, 5G-Sendemasten verbreiten das Coronavirus. Sagen 5% der österreichischen Bevölkerung, das könnte stimmen oder das stimmt ganz sicher. Nehmen wir Bill Gates, will Zwangsimpfungen durchbringen, um damit viel Geld zu verdienen. Da habe ich mir die Zahl aufgeschrieben, die habe ich mir nicht gemerkt. Da sind es 11% der österreichischen Bevölkerung, die dezidiert daran glauben, also eher daran glauben oder sich sehr sicher sind. Sagen wir jetzt vielleicht, okay, 11%, 5%, das ist nicht so viel oder das ist schon sehr viel. Das Schlimme daran ist, dass wir eigentlich sagen würden, dass eine Desinformation oder eine Verschwörungstheorie schon dann gesiegt hat oder schon dann die erste Saat gesetzt hat, wenn sie einen zumindest zweifeln lässt. Das heißt, wenn wir jetzt noch die Personen hinzunehmen, die sich auch nicht sicher sind, ob das nicht doch stimmen könnte, es war einfach eine Antwortmöglichkeit, könnte stimmen, ich bin mir unsicher, dann haben wir bei den 5G-Sendemasten schon knapp 20% der österreichischen Bevölkerung, die zumindest irgendwie eigentlich für diese Verschwörungstheorie oder für diese Desinformation empfänglich sind. Und bei Bill Gates sind es 30%. Das können wir auch noch weiterspielen zu Geheimbünden, die eine autoritäre neue Weltordnung vorbereiten. Da kommen wir bis auf 39% der österreichischen Bevölkerung, die zumindest unsicher sind, ob das nicht doch gerade passieren könnte. Oder George Soros vielleicht noch als ein Beispiel, der die illegale Migration in die EU vorbereiten würde und im Hintergrund vorantreiben würde. Da sind es auch knapp 40%, die sich da nicht sicher sind, ob das nicht doch so ist. Also das vielleicht, um zu sagen, einerseits haben wir Antworten dazu, wir haben auch ziemlich genaue Antworten dazu, wie viele Leute in Österreich empfänglich sind. Ich würde sagen, empfänglich grundsätzlich sind es irgendwie bis zu 35, zwischen 30% und 40%, irgend sowas, kommt dann immer darauf an, welche Verschwörungstheorien. Und wirklich dran glauben sind es wahrscheinlich zwischen 10% und 16%, kommt dann auch immer darauf an, welche Verschwörungstheorien wir hernehmen. Danke, Jakob Moritz Eberl, mal für diesen ersten Einblick in deine Forschungsarbeit. Also um den Dreh, ein Drittel der Bevölkerung ist empfänglich für sowas. Jetzt wissen wir, das steht auch im Einladungstext zu der heutigen Veranstaltung, dass gerade Kriegszeiten, Krisenzeiten, Zeiten auch besonderer Hochkonjunktur für Desinformation ist. Daniela Ingruber, warum ist das eigentlich so? Wir leben einfach in einer Zeit, die im Gegensatz zu den 70ern oder 80ern, vielleicht sogar noch in den 1990er Jahren, die Sicherheiten verloren gegangen sind. Früher konnte man sich noch darauf verlassen, dass wahrscheinlich werden meine Kinder etwas mehr verdienen als ich und sie werden es besser haben und die nächste Generation dann vielleicht auch besser. Und das gibt es nicht mehr. Und wir kennen das ja auch aus dem privaten Bereich, wenn jemand in der Familie oder im Freundeskreis eine schwere
ärztliche Diagnose bekommt, dann fragen wir den nächsten Doktor und dann googeln wir hier und wir googeln hier und wir fragen die verschiedensten Leute und dann gibt es einige Antworten, die uns einfach nicht gefallen, weil sie schmerzen und es gibt Antworten, die uns ein kleines bisschen Hoffnung geben, dass vielleicht irgendjemand schuldig ist und wenn oder irgendetwas schuldig ist und wir dem dann, wenn wir das erledigen, vielleicht auch wieder besser leben können und so. Und in den, vor allem in den sozialen Medien gibt es einfach viele solche Nachrichten, die uns ein bisschen ablenken von dem, dass es schwer ist und ein bisschen die Hoffnung geben, es könnte anders werden. Das ist das eine. Und da, das ist dann auch natürlich emotional leichter zu nehmen. Und gerade emotional ist auch sehr, sehr oft die Sprache von so Verschwörungslegenden, aber es kommt aufs Gleiche natürlich raus wie die Mythen. Und auch Fake News sind manchmal einfach so verfasst, dass man sich danach wohler fühlt, wenn man sie hat. Und wenn man sie dann noch von jemandem geschickt bekommt, über Social Media einer Freundin oder jemanden, dem man vertraut, dann wird es ganz leicht zu glauben. Also Verschwörungstheorien, Legenden oder Mythen, wie man auch immer man sie nennen will, eigentlich auch als Verarbeitungsstrategie. Absolut. Für Dinge, die man sich nicht erklären kann. Ja, oder die einem wirklich wehtun und unbequem sind. Jetzt haben wir ein bisschen über einerseits die Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien geredet, auch die Frage, warum sie so gut verfangen, vor allem in Krisenzeiten. Wechseln wir mal kurz die Perspektive und gehen zu den Akteuren der Desinformation. Aus welchen Motiven werden denn Verschwörungstheorien, Desinformation in die Welt gesetzt? Ist das sowas, dass man sich so vorstellen kann, wie Gerüchte, die einfach so entstehen, oder gibt es dahinter auch eine Agenda? Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Also zunächst einmal die öffentliche Meinung zu beeinflussen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Sei es jetzt zum Beispiel bevorstehende Wahlen zu beeinflussen, sei es jetzt auch die politische Lage zu destabilisieren. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Und was man auch beachten muss, ich kann auch ein Beispiel bringen, ist, dass der Profit auch immer wieder dahinter steht. Also wir haben jetzt sehr stark beobachtet Medien, die Stimmung machen, die behaupten zum Beispiel, die Nahrungsmittel würden ganz, ganz knapp werden und dann unter dem Artikel sind dann auch gleich Produkte verlinkt, die man dann bei diesem Medium kaufen kann, um sich quasi gegen die Krise zu wappnen. Also das sind so verschiedenste Hintergründe, die genau hinter Falschmeldungen, Verschwörungserzählungen auch sehr stark stehen. Also das gibt es wirklich Medienprojekte, österreichische Medienprojekte, die weil sie auf der einen Seite Angst sehen und dann aus der Angst gleich ein Geschäft machen. Genau, also es gibt zum Beispiel Medien, die ein sehr seriöses Bild auch vorgeben. Man kann sie teilweise sehr schwer unterscheiden von anderen Medien. Zum Beispiel Report 24, der Wochenblick, unzensuriert.at, Auf 1, auch ein neues aufstrebendes Medium, das sehr, sehr viele Gerüchte verbreitet, eben wie ich vorher erzählt habe. Wir haben einen Artikel uns zuletzt angesehen, wo ein Medium berichtet hat, dass die Nahrungsmittel sehr, sehr knapp werden und drunter eben sind verlinkt Dosen, die man einlagern kann, wo das Medium halt dann einfach Gewinn macht, Lampen, Decken und so weiter. Also das ist durchaus eben, wie gesagt, der Profit ein großer Hintergrund bei der Verbreitung solcher Geschichten. Jakob Moritz, Eberl, es ist so, dass ich gehört habe, ihr habt noch eine Studie draußen gehabt, bevor das Austrian Corona Panel eingestellt wurde. Die Zahlen sind noch nicht publiziert, das heißt jetzt aufpassen, denn weltexklusiv wird er jetzt uns ein paar Zahlen mitteilen und wir switchen jetzt schon zu aktuellen Ereignissen, nämlich zum Ukraine-Krieg. Wie ist denn die Einstellung der österreichischen Bevölkerung zum Ukraine-Krieg? Was habt ihr da in eurer Forschung herausgefunden? Wen machen die Menschen für den Konflikt, den es da gibt, die kriegerische Auseinandersetzung, verantwortlich? Ja, genauso. Wir haben im Juni, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, im Juni haben wir noch eine unserer letzten Umfragewellen, nicht Corona-Wellen, Umfragewellen im Feld gehabt, wie wir das halt so nennen. Und ein bisschen, um das vielleicht zu kontextualisieren, wir wissen aus der Forschung, dass Personen, die an einen Verschwörungsmythos glauben, am ehesten auch an andere Verschwörungsmythen glauben. Das heißt, diese Verschwörungsmythen gehen Hand in Hand.
Das ist auf der einen Seite auch sehr leicht auf diesen Medienplattformen auch nachvollziehbar, wo, wenn wir eine Medienplattform finden, wo irgendwelche Covid-Verschwörungstheorien kursieren, brauchen wir nur 2 Klicks weitermachen. Wir haben die Russland-Ukraine-Verschwörungstheorien oder ganz andere Deep State, QAnon-ähnliche Sachen auch dort. Aber es passiert auch in den Menschen so, und das war auch schon vor Covid so, und das war auch schon vor QAnon so, nur um das mal kurz zu kontextualisieren. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben einfach mal in unserem Corona-Panel-Projekt auch mal nachgefragt, naja, wer hat eigentlich die Verantwortung am Krieg in der Ukraine? Und was wir da ganz klar sehen, ist eine Unterscheidung zwischen im Corona-Panel-Projekt zwischen geimpften und ungeimpften Personen. Ich muss ja auch wieder kurz auf die Zahlen schauen. Während bei den geimpften Personen zum Beispiel 25% der USA die Schuld geben oder Mitschuld geben am Krieg in der Ukraine, sind 60% bei den Ungeimpften. Bei der NATO sind es 20% der Geimpften, die sagen, ja, die NATO hat Mitverantwortung, aber 50% der Ungeimpften. 50% der Ungeimpften geben auch der Ukraine die Verantwortung am Krieg, nur 20% der Geimpften. Und bei Russland ist es spannend, da sind 85% der Geimpften, die Russland die Verantwortung geben, und trotzdem 60% der Ungeimpften. Jetzt würde man sagen, ja, aber das sind ja eh trotzdem 60%. Naja, das Witzige ist aber da eigentlich, dass die Ungeimpften der Ukraine und Russland zumindest gleichwertig offensichtlich Schuld an diesem oder Verantwortung an diesem Konflikt zusprechen. Und was wir dadurch auch wirklich nochmal auch in den Daten der Bevölkerungsmeinung sehen können, ist, dass diese Einstellungen zu Impfung, die durch Verschwörungsmythen durchaus gesteuert sind oder mitbeeinflusst werden, dass die sich auch auf Wahrnehmungen zum Krieg in der Ukraine auch dann, dass sie sich dort auch dann zeigen. Ja. Sie und ihr behaltet die Zahlen bitte für euch. Ich würde die nämlich gern nächste Woche noch im Profil schreiben. Es waren eh viel zu viele Zahlen, dass genau. Wir das jetzt mitschreiben. Du hast jetzt alle verwirrt. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, Ungeimpfte auf jeden Fall eine viel stärkere Wahrnehmung, dass alle anderen schuld sind, und Geimpfte eine viel stärkere Wahrnehmung, dass vor allem Russland schuld ist oder Verantwortung trägt am Krieg in der Ukraine. Jetzt ist ja Daniela Ingruber, Desinformation, kann man fast sagen, wie Bomben auf der einen Seite analoges Kriegsmaterial sind, ist Desinformation inzwischen längst ein digitales Kriegsinstrument, das auch von Kriegsparteien benutzt wird, um Stimmung zu machen, auch um die Weltgemeinschaft gegen den jeweiligen Gegner aufzubringen. Kannst du uns ein paar Beispiele dafür geben, was da derzeit im Umlauf ist an Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien, und gehen diese Mythen nur von einer Seite, also es ist ja immer von russischer Staatspropaganda die Rede, oder sind es auch beide Seiten, die Desinformation verbreiten? Gern. Also jetzt bräuchte man wahrscheinlich 2-3 Stunden, weil da gibt es ganz, ganz viel, nämlich auf beiden Seiten. Aber wenn ich kurz mal historisch zurückgehen darf, nämlich Desinformation ist überhaupt nichts Neues. Schon Ramses II. Hat in Ägypten Desinformationen vertrieben, und die gibt es einfach schon, solange Menschen überhaupt kommunizieren, natürlich. Aktuell ist, also ihr kennt auch sicher all die, dass die ukrainische Revolution anscheinend 2014 nicht stattgefunden hätte, sondern dass das organisiert war. Aktuell ist für mich die interessanteste eine Landkarte, die im Moment kursiert von der Ukraine, wo die Ukraine nur noch ganz klein ist und rundherum der gesamte Süden und der Osten sowieso Russland zugerechnet wird. Und da ist die Verschwörungslegende dazu, dass es schon längst einen Deal mit der EU gäbe, dass Zelensky das Land aufgeben wird an diesen Stellen, und dass dafür dann die Ukraine sofort zur EU darf. Mhm. Es gibt aber auch so kleinere, die ständig kursieren, wie dass eine der beiden Parteien ein Krankenhaus und damit viele Kinder vor allem umgebracht hätte. Das kennen wir aber schon aus dem Irak, aus dem Golfkrieg, war es ja sogar die Tochter des kuwaitischen Botschafters, die sich als Krankenschwester verkleidet hat und dann vor der NATO
Faktor vor der UNO und vor dem US-Kongress gesprochen hat und diese Lüge tatsächlich verbreiten konnte. Also das gibt es einfach in wirklich jedem Krieg. Im Moment sind für mich auch interessant die Bilder und die Videos, weil einfach viele der Videos zum Teil aus Videospielen sogar kommen, teilweise aus Hollywood-Filmen und anderen Kriegsfilmen. Teilweise sind es Videos, die von 2014 und 2015 genommen aus wurden. Aus Syrien zum Beispiel? Oder? Das natürlich auch, genau, aber zum Teil auch schon aus der Ukraine, aber halt aus der Zeit von 2014, 2015. Und das ist für uns halt einfach so schwer nachzuvollziehen. Wie soll ich als User das feststellen? Nur damit ich da einhaken darf, das wird dann in einem falschen Kontext präsentiert der Bevölkerung, so im Sinne von den Zusehern, das würde jetzt gerade passieren. Genau. Auch eben das, also Waffen, die überhaupt gar nicht verwendet worden sind in diesem Krieg. Das ist wahrscheinlich sehr wirkmächtig, weil wenn man was sieht auf einem Video, das nicht gescriptet ist, das nicht durch ein Deepfake bearbeitet wurde, dann wirkt das zunächst mal sehr echt und sehr glaubwürdig. Auf die Idee, dass das 8 Jahre alt ist, kommt man ja im ersten Schritt nicht. Aber das Drama ist ja, dass auch die Deepfakes inzwischen so echt wirken, dass es schon schwer feststellbar ist. Darf ich noch eine Nachfrage an dich stellen zu der ersten Theorie, die da kursiert, die du verbreitet hast, also von der du uns berichtet. Nein, habe ich nicht. Stammt nicht von mir. Genau. Über die du uns erzählt hast. Genau, diese Theorie, die besagt eben, dass es schon genaue Karten gibt, wie viel die Ukraine aufgeben wird und auf welche Rumpf-Ukraine man sich dann verständigen wird, die dann zur Europäischen Union kommen kann. Hast du irgendeine Idee? Viele Verschwörungstheorien haben ja ein Motiv im Hintergrund. Was ist möglicherweise das Motiv hinter dieser oder die Hidden Agenda hinter dieser Theorie? Na, das passt ja ganz gut zu dem, dass es für uns alle, die wir hier sitzen, wesentlich bequemer wäre, wenn der Krieg zu Ende wäre. Dann müssten wir weniger Angst haben, dass wir im Winter einen zweiten Pullover anziehen müssen, um das ganz zynisch zu sagen. Für viele Menschen ist das natürlich viel dramatischer, ich weiß. Das ist wieder so eine Verschwörungslegende, die uns einfach hilft und die sagt, ja, es wird eh wieder gut für uns. Und dann ist natürlich das Interesse, wenn das eh schon alles verloren ist, warum sollten wir noch Waffen geben, warum sollten wir noch Solidarität haben? Wir werden die geflüchteten Menschen schnell wieder los und so. Also das hat ganz viele solche Aspekte. Und von der anderen Seite von Russland ist es natürlich auch bequem, weil das gibt die Hoffnung, dass sie den Krieg gewinnen. Du hast jetzt über... Das ist eben evidentermaßen oder sehr wahrscheinlich eine Desinformation, die aus russischer Quelle kommt, weil sie jetzt, so wie du es jedenfalls geschildert hast, mehr Sinn aus der Ecke macht, ja. Und mehr in das Narrativ passt. Fällt dir auch spontan eine Theorie, eine Legende ein, die ukrainische Kriegspartei, die definitiv die Überfallene ist, um es an der Stelle auch mal zu sagen, aber gibt es da welche? Theorien schon auch, aber was ich ja eigentlich viel spannender dabei finde, ist, wie diese ganze Kampagne rund um Zelensky vom ersten Tag an gelaufen ist. Das ist aufgezogen wie bei Hollywood, wenn man auch schaut, wie mit technischen Mitteln so einfach ein Close-up und wie in die Kamera fährt und so aufgezogen wird. Ich bin mir ganz sicher, dass die Solidarität im Westen weit geringer wäre, wenn er und sein Team das nicht so gut gemacht hätten. Und das ist natürlich auch Propaganda. Das nimmt nichts von diesem Angriffskrieg weg, das ist Propaganda. Aber es gibt natürlich auch Verschwörungslegenden da, die darüber sprechen, welche Orte angegriffen worden sind und wie sie angegriffen worden sind. Was leider sich als Wahrheit herausgestellt hat, ist, dass die russischen Soldaten massiv Drogen bekommen und dann, über das man in Österreich ja gar nicht spricht, sind diese massiven Vergewaltigungen. Das wäre ein Profilartikel einmal, wenn ich das sagen darf. Da gibt es ganz wirklich wichtiges Material dazu. Und das kommt natürlich auch von dem, wenn man mit Drogen so niedergemacht wird, dass man gar nicht mehr denken kann und auch keine Schwelle mehr hat. Du siehst mir schon, wie ich es mitschreibe und zurück in Wien unsere Außenpolitik vorschlagen werde. Katharina, jetzt könnte man sagen, das sind Desinformationen, mit denen sich die beiden Kriegsparteien auch die Bevölkerung im jeweils anderen Land versuchen, ein bisschen zu demoralisieren und auch den Kriegswillen vielleicht zu brechen. Kommt sowas auch nach Österreich?
Ja, durchaus. Also zum Beispiel haben wir uns mal angeschaut, auch die unterschiedlichen Zahlen der gefallenen Soldaten, die verschiedensten Angaben einerseits der russischen Seite, andererseits der ukrainischen Seite, die wir natürlich auch auf Twitter verlautbart. Und es gibt sehr viele österreichische Medien, die das auch aufgreifen. Ich habe vorher schon einige angesprochen, kann wieder ein Beispiel bringen. Das Medium Report 24 hat unter anderem einen Artikel gepostet, im April war das ungefähr, und der Titel lautete ungefähr sowas wie Zelensky im Drogenwahn. Darunter war dann ein Video, wo man den Schreibtisch des Herrn Zelensky gesehen hat, und auf dem Schreibtisch waren dann so Spuren, die ausgesehen haben wie Kokain-Lines. Und dann haben sich tatsächlich Kolleginnen und Kollegen von der österreichischen Presseagentur das einmal genauer angeschaut. Was ich dazu sagen muss, solche Medien arbeiten auch immer sehr, sehr stark mit sehr krassen Headlines. Also das war wirklich dann Kokainwahn im Drehstuhl, hieß dieser Titel wirklich. Wenn man dann ein bisschen weiter runter gescrollt ist, hat man dann auch gesehen, dass die Aussage wieder ein bisschen relativiert wurde. Jedenfalls, worum es ging, war dann, dass die Kolleginnen und Kollegen von der österreichischen Presseagentur das dann eben erläutert haben und draufgekommen sind. Sie haben das verglichen mit anderen Videos, die damals von dem Schreibtisch von Zelensky auch gemacht wurden, mit Fotografien, dass es einfach nur Spiegelungen waren. Er hatte verschiedenste Bilder auch stehen gehabt. Aber so hat man eine Headline kreiert. Also diese Narrative schlagen sich durchaus auch in Österreich nieder und werden sehr, sehr stark verbreitet. Jetzt möchte ich mit euch zwei noch, dann kommen wir wieder zu dir versprochen, kurz über die Rolle der Medien in so einem kriegerischen Konflikt reden. Es ist ja fürwahr nicht wirklich einfach, so einen Konflikt zu berichten und dabei die Fakten auf seiner Seite zu behalten. Du hast jetzt erklärt, dass man durchaus auch aus Wien mitunter mit ein bisschen Videoskills, mit Analyseskills Dinge checken kann. Man könnte auch herausfinden, dass ein Video 8 Jahre alt ist, indem man die Originalquelle findet und herausfindet, dass es das alles schon mal gegeben hat, beziehungsweise dass das ein aus dem Netz geklautes Bild ist. Aber es gibt ganz einfach oft auch unübersichtliche Situationen. Denken wir an Butscha. Da war zunächst unklar, da haben sie die beiden Kriegsparteien wechselseitig vorgeworfen. Also die russische Seite hat gesagt, das ist von der Ukraine gescriptet, das ist so gar nicht passiert. Ihr erinnert euch, die Hinrichtung von Zivilisten in dem Vorort von Kiew durch die russische Armee. Da ist zu Beginn eine unklare Meldungslage, und ich weiß, du warst ja auch als Journalistin immer mal wieder tätig. Das heißt, was hast du da für einen Tipp auch für uns, für meine Berufskolleginnen und Kollegen? Was kann man einerseits tun und wo ist auch die Grenze dessen, was man berichten kann? Die Frage geht dann auch an dich. Okay, danke. Ich glaube, ihr Armen habt ja alle das Problem, dass einfach viel weniger Geld für Auslandskorrespondenten da ist als früher. Das macht schon einmal schwierig. Tatsächlich habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass man selbst, wenn man im Kriegsgebiet ist, nur einen ganz kleinen Ausschnitt mitbekommt, weil selbst das, was hinter dem Fotografen oder der Fotografin ist, ist unsichtbar für diese Person. Ja, man dreht sich zwar immer wieder um, aber wir kennen das ja auch. Das Bild endet einfach da, und das ist dann unser Gedächtnis oder unser Hirn, dass das Bild weitersetzt. Das heißt, die eigentlichen Manipulationen funktionieren ja meistens in unseren Köpfen und gar nicht so sehr in den Bildern. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, was die meisten Journalisten vor Ort auch und auch hier wahrscheinlich auch machen: Ihr vernetzt euch und sprecht euch ab und vergleicht Bilder. Ich denke, das ist das Einzige, was man wirklich machen kann, und das betrifft dann uns in der Wissenschaft ja auch, dass man sich abspricht und dass man versucht zu schauen, was finden Kollegen und Kolleginnen heraus, oder man spricht dann auch einmal mit Kollegen, die direkt vor Ort sind. Ich kann da vielleicht auch ein Beispiel bringen aus der Praxis. Während der zweiten, dritten Corona-Welle war es in Österreich so, dass sehr viele Maßnahmenkritikerinnen und Kritiker immer wieder auf Belarus verwiesen haben und gemeint haben, dort gibt es gar keine Maßnahmen, keine Einschränkungen, keine Lockdowns, aber die Infektionszahlen sind bedeutend niedriger als in Österreich. Und dementsprechend war dann Belarus einfach ein Idealbeispiel.
Und wir haben dann versucht, eben rauszufinden, ob das tatsächlich so ist, ob die offiziellen Zahlen halt wirklich so niedrig sind. Aber du hast es vorher angesprochen, es bräuchte Auslandskorrespondentinnen, die wirklich vor Ort sind. Und da sind wir dann auch an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben natürlich mit Journalistinnen vor Ort gesprochen. Viele wollten aber auch nicht offiziell dann eben aufgrund der Regierung sagen, wie sie die Situation wirklich wahrnehmen. Und auch renommierte Forschungsinstitutionen, Johns Hopkins Universität oder die Weltgesundheitsorganisation, hat auch nur die Daten, die Regierung, die Weißrussische, wirklich auch hergibt. Dementsprechend stößt man da halt auch wirklich teilweise an seine Grenzen. Ich habe mir unlängst einmal die Corona-Infektionszahlen von Nordkorea angesehen und sie waren bis vor einigen Wochen bei null. Also das wäre offiziell das Land, das am besten durch die Krise gekommen ist. Kurz gesagt, man ist bei vielen Zahlen ganz einfach auf das angewiesen, was öffentliche Quellen hergeben. Wenn die öffentlichen Quellen aber manipulieren, wie zum Beispiel auch das, und jetzt kommen wir vielleicht noch mal kurz zurück zum russischen Angriffskrieg, das russische Verteidigungsministerium, das sagt, Zivilisten brauchen sich erstens nicht zu fürchten, es ist zweitens nur eine Spezialoperation und kein Krieg. Beides hat sich in den Wochen danach als falsch herausgestellt, aber es wird halt gestreut. Also wenn man sie nur auf öffentliche und staatliche Quellen berufen kann und stützen kann, dann stößt man wahrscheinlich an die Grenzen. Wie geht man damit um, wenn, Kathi, letzte Frage jetzt zu dem kriegerischen Konflikt fürs erste Mal, wenn zwei Seiten das komplette Gegenteil voneinander behaupten und man es selbst noch nicht klären kann? Also was wir bei unserem Faktencheck immer machen, ist es wichtig, ist, dass wir halt eine eindeutige Entscheidung treffen müssen. Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir wirklich die Leserinnen und Leser am Schluss nicht offen stehen lassen wollen, also mit offenen Fragen, sondern wollen eben sagen, diese Aussage stimmt oder stimmt nicht, beziehungsweise ist irreführend oder unbelegt. Und das ist tatsächlich eben ein Problem. Ich habe es vorhin angesprochen, die Zahlen auch von gefallenen Soldaten. Wir haben uns das einmal angeschaut. Die russische Regierung hat behauptet, zum Beispiel am Anfang des Krieges, es wären, ich glaube, 500 Soldaten, eigene Soldaten gefallen. Von der ukrainischen Seite waren es, ich glaube, um die 7.000, die sie eben behauptet haben. Und das ist eben eine große Diskrepanz. Also mehr als das Zehnfache. Genau. Unterschied den beiden Seiten. Wir haben natürlich mit Militärstrategen gesprochen. Wir haben uns mit Experten auseinandergesetzt, die uns versucht haben, auch das Ganze zu eruieren, die Situation genau beobachtet haben. Aber schlussendlich müssen wir eben auch sagen, sind beide Aussagen sind unbelegt. Da können wir nicht weiterkommen. Haben hier im Saal schon Leute mal von dem Begriff OSINT, Open Source Intelligence, gehört? Wenige, aber doch ein paar. Für alle anderen, könntest du kurz umschreiben, worum es da geht? Ja, also ich mache es gleich wieder an diesem Beispiel fest, das ich gerade gebracht habe eben. Also wir haben mit Militärstrategen geredet, die genau beobachten die Situation in der Ukraine derzeit, und zwar aus unterschiedlichsten Perspektiven, mit teilweise Kameras, die irgendwo sind, mit teilweise Karten, teilweise Flugmonitore, also einfach verschiedenste Quellen zusammensuchen, die es gibt, und dann, es ist sehr vereinfacht ausgedrückt, und dann so quasi zu einem Ergebnis sozusagen zu kommen. Also Open Source, auch um es noch zu ergänzen, steht ja auch dafür, dass es öffentlich für alle verfügbar ist und man auch quasi in Wien oder hier in Graz sitzen kann und sich, glaube ich, in den Computer einfach, also evidentermaßen kann man mit Google Bilder Rückwärtssuche, haben vielleicht einige von Ihnen auch schon mal gehört, könnte man ja das Beispiel, das die Daniela Ingruber vorhin gebracht hat, es kursiert ein Foto von einem angeblichen Bombeneinschlag. Man könnte dieses Foto sehr simpel durch eine Bilderrückwärtssuche laufen lassen und damit herausfinden, gab es das Foto schon mal im Jahr 2015, 16, 17, wurde das jetzt gerade irreführenderweise in einem falschen Kontext präsentiert. Also solche Tools gibt es, und mit solchen Tools, Bellingcat, falls euch das näher interessiert, Bellingcat ist so ein internationales Recherchekooperativ, die ausschließlich mit solchen OSINT-Tools arbeiten und recherchieren, und das ist sehr impressive. Kann man sie auf jeden Fall mal ansehen. Ich mache jetzt eine kleine Kurve und wir lösen uns jetzt einmal kurz wieder von diesem kriegerischen Konflikt und gehen auf den zweiten Begriff im Titel der heutigen Veranstaltung, Krise. Unter anderem fällt uns da die Corona-Krise ein, aber Jakob Moritz Eberl, nachdem du auch ein Politikwissenschaftler bist, würde mich jetzt einmal ganz generell interessieren. Meine Beobachtung ist, dass populistische Politikerinnen und Politiker deutlich anfälliger sind, Verschwörungstheorien einerseits darauf aufzuspringen, zweitens sie selbst zu erfinden und sie zu verbreiten. Das prominenteste Beispiel, Donald Trump, kennt jeder.
Ist das politikwissenschaftlich auch untersucht? Kann man das so bestätigen? Ganz tolle Frage. Ich möchte nur kurz als Kommunikationswissenschaftler auch noch kurz was zu den Medien sagen, wenn ich kurz darf. Unbedingt. Wir haben jetzt sehr viel über österreichische Medien nämlich gesprochen. Und ich finde, österreichische Medien klingt irgendwie immer so, als wäre das eh nur in Österreich, in unserem kleinen Land und vor allem die bösen österreichischen Medien. Schaut ja eh niemanden, sind die komischen, jeder weiß, wer sie sind und so weiter. Der Witz ist, das stimmt nicht. Und das stimmt seit den letzten Jahren insofern nicht, weil vor allem diese österreichischen Medien verstanden haben, dass sie mit einem anderen Land oder zumindest einem anderen Land die Sprache teilen. Und zwar mit Deutschland und der Schweiz. Und gerade diese Medien, sei es jetzt Auf 1, sei es Report 24, all diese unzensuriert sowieso und auch Servus TV, die haben sehr wohl entdeckt, dass da ein riesiger Markt in Deutschland ist, auf den sie diese Falschmeldungen teilweise eben auch rausspielen können und damit, um zum Argument von vorhin zurückzukommen, zusätzlichen Profit generieren können. Einerseits eben mit solchen Werbungen, wo sie selber noch Dinge verkaufen, aber andererseits einfach nur mit Klicks, weil allein wenn man ihre Links anklickt, gewinnen sie durch die Werbeeinschaltungen indirekt, ohne dass man was kauft, auch schon unglaublich viel Geld. Und die explodieren gerade in ihrer Reichweite, in dem Geld, was ihnen zur Verfügung steht, weil sie mittlerweile auch gezielt nicht nur den österreichischen Markt, sondern auch den deutschen oder den Schweizer Markt, was halt gerade passt, bespielen. Populismus. Also die Frage nochmal war, ob populistische Politikerinnen und Politiker anfälliger sind für... Genau. Anfälliger sind, Verschwörungstheorien zu verbreiten oder ob es da einen Konnex gibt. Genau. Ich würde es ein bisschen anders drehen. Also die einfache Antwort, ja, auf jeden Fall. Ich finde noch viel spannender als die populistischen Politikerinnen, finde ich die Menschen, weil wir sind, also die Menschen, die anderen Menschen, die Wählerinnen und Wähler, alle anderen, weil die nämlich auch populistische Einstellungen haben können. Was heißt das? Populismus ist eigentlich nichts anderes als ein Weltbild, in dem es die da oben gibt, die gegen die da unten sind, in dem es ein richtig und ein falsch gibt und nichts dazwischen und in dem es eine Art von Wir gibt, meistens das Volk, das eigentlich das einzig Richtige und das einzig Positive und Korrekte ist. Und wir sehen in ganz vielen Analysen, auch eigenen Analysen, auch im Corona-Panel-Projekt, dass Populismus, also populistische Einstellungen, die dieses Weltbild abfragen, vorhersagend sind für Verschwörungsideologien, Glaube an Verschwörungsmythen, Glaube an Verschwörungslegenden und so weiter. Das heißt, ein Kernbestandteil ist wirklich Institutionenvertrauen. Ist Institutionenvertrauen, aber nicht nur in Politik, sondern gerade in der Pandemie auch in andere Institutionen. Wenn wir an Populismus denken, denken wir meistens nur an den politischen Populismus. Vor der Pandemie gab es auch nicht wirklich viel mehr. Man hat vielleicht teilweise schon irgendwie so eine Art Medienpopulismus mitbekommen, wo Medien Teil der Elite als Teil der Elite inszeniert wurden, aber es war trotzdem nur so halb da und nicht wirklich in unserem Bewusstsein, auch in der Forschung nicht, muss ich uns selber auch in die Kritik nehmen. Aber spätestens seit der Pandemie haben wir gesehen, okay, es gibt doch sowas wie einen wissenschaftsbezogenen Populismus. Das heißt, in der Pandemie sind Politik und Wissenschaft haben die einfach eng zusammenarbeiten müssen. So sind sie auch in der Bevölkerung oder auch von populistischen Politikerinnen immer mehr als ein Teil einer gemeinsamen Elite gesehen worden. Wissenschaftlerinnen, die darüber entscheiden, was jetzt richtig ist und was falsch ist, was wir, das Volk, zu glauben hat und das möglicherweise gegen unser eigenes Interesse eigentlich entscheiden. Und diese Einstellung, also das Vertrauen in politische Institutionen sowie das Vertrauen in wissenschaftliche Institutionen, ist eine 1A-Vorhersage für den Glauben an Verschwörungslegenden. Ich habe hier auch wieder ein paar Zahlen mitgebracht. Zum Beispiel, dass 26% der österreichischen Bevölkerung sagen, der gesunde Menschenverstand, der ist viel besser als jegliche wissenschaftliche Studie. Oder 36% der österreichischen Bevölkerung, die sagen, das, was wir in der Politik Kompromisse nennen, ist nichts anderes, als dass jemand seine eigenen Werte eigentlich verkauft. Und das ist dieses, es gibt kein
grau dazwischen. Es gibt keinen Platz für Kompromisse. Es ist entweder gut oder es ist schlecht. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt das, wenn jemand in einer Umfrage sagt, ich vertraue dem Parlament, der Regierung, der Landesregierung, vielleicht auch der Justiz kaum, wenig, gar nicht, dann ist das ein großer Hinweis darauf, dass dieselbe Person eher anfällig für Verschwörungstheorien ist. Im Grunde ja, es ist noch viel komplexer, weil wir halt immer, ich weiß nicht, wie komplexe Modelle haben, aber im Grunde ja. Und das bringt mich jetzt zu einer interessanten Frage, weil du, Daniela Ingruber, genau das auch erforscht im Demokratieradar, nämlich die Frage, warum Menschen sich von der Demokratie abwenden oder sich nicht mehr abgeholt fühlen. Kannst du uns da ein paar Gründe dafür nennen aus deiner Forschung? Ja, wir stellen einfach, es ist so banal, dass ich es fast nicht sagen kann. Die meisten sagen einfach, es hört uns niemand zu. Das ist wirklich so das Hauptargument. Wir werden nicht gehört und weil wir nicht gehört werden, werden auch nicht die Dinge, die für uns notwendig sind, die für uns lebenswichtig sind, gehört. Das ist das eine. Und wir machen einerseits den Demokratieradar, also auch ganz ähnlich wie ihr, Statistik. Und andererseits arbeite ich mit so Oral History Interviews vor allem, wo ich quer durch Österreich sehr viele Menschen 1 bis 2 Stunden lang dazu befrage, was bräuchten sie, was fehlt ihnen in der Demokratie. Und da kommt auch immer wieder das, würde man uns zuhören, und ich gehe immer wieder zum Bürgermeister und trotzdem hört mir niemand zu, und ich schreibe dem Bundeskanzler dauernd, aber niemand hört mir zu. Und wenn mir jemand zuhören würde, dann würden auch die Politiker verstehen, was wir brauchen und was man verändern sollte. Das ist wirklich so ein, also ist ganz, ganz ein einfaches Motiv. Und wenn ich dann die Ergebnisse präsentiere, auch immer wieder Politikern und Politikerinnen präsentiere, dann sagen die immer drauf, ja eh, wir hören eh zu, aber offensichtlich noch immer zu wenig. Offensichtlich kommt das nicht an. Jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde über Desinformation gesprochen und ein Begriff ist überhaupt noch nicht gefallen, obwohl wir jetzt schon über politische Akteure wie Trump gesprochen haben, die Desinformation verbreiten. Social Media. Und auch das ist ja ein Spezialgebiet von dir, wie ich weiß. Was tragen denn die sozialen Medien? Du hast vorhin Ramses angesprochen, also wie lange es eigentlich Desinformation schon gibt. Aber gibt es einen qualitativen Unterschied in der digitalen Gesellschaft, in der wir heute leben, im Vergleich zu einer analogen Gesellschaft, was die Verbreitungsgeschwindigkeit von Desinformation angeht? Ja, natürlich, weil jetzt kann ich es quasi in Echtzeit teilen, und früher gab es halt die fahrenden Kaufleute, die herumgerannt sind, oder die Hofnarren, die übrigens ganz wichtige Medienvertreter quasi waren und Geschichtenerzähler, die haben halt wochenlang gebraucht, und jetzt kann ich es in Echtzeit machen. Ich glaube schon, dass das eine ganz wesentliche Rolle spielt, weil wenn etwas so schnell geht und ich das Gefühl habe, ich bin quasi dabei zeitlich, dann glaube ich es auch eher. Ich nehme an, soweit sich mit dem Alter ausgeht, können sich die meisten noch genau erinnern, was sie am 11. September 2001 gemacht haben, als die Türme fielen, und können das wahrscheinlich ganz breit noch erzählen. Und bei vielen Ereignissen kann man das. Und wenn man da so dabei war und das gesehen hat, heute würde man es noch viel mehr, auf noch viel mehr Kanälen zugleich sehen, dann wirkt es glaubwürdiger, denke ich. Und das macht die Social Media dann ja auch so kräftig. Und wie ich vorhin gesagt habe, dass wir ja in Gruppen sind in den Social Media, denen wir vertrauen, das hat ja einen Grund, warum wir in eine Gruppe reingehen. Und wenn man immer wieder mit einer Person kommuniziert, ist es viel leichter zu glauben, was die Person sagt. Wenn ich dazu vielleicht gleich was sagen darf. Wir schauen uns ja hauptsächlich Aussagen von Politikerinnen und Politikern eben an, in der Innenpolitik hauptsächlich eben. Und früher war das so, wenn zum Beispiel der Bundeskanzler eine Nachricht an die Bevölkerung bringen musste, musste zu einer Zeitung gehen, ein Interview geben und so weiter. Heute, wenn Karl Nehammer eine Message unter die Bevölkerung bringen muss, reicht ein Posting und seine 50.000 Followerinnen und Follower auf Facebook zum Beispiel, erreicht das halt sofort. Dieses mediale Korrektiv ist halt einfach zwischendurch nicht mehr da. Dementsprechend braucht es Faktencheckerinnen wie uns. Die dann hinterher checken, die halt natürlich und nicht mehr wie vorher. Jakob Moritz Eberl zu Social Media, zu... Genau, würde ich auch gerne noch was ergänzen. Unbedingt. Wir haben eine Studie auch im Austrian Corona Panel Projekt veröffentlicht, wo es darum ging, Verschwörungsglaube und Social Media Nutzung. Und vor allem, welche Social Media zum Beispiel?
Telegram, ich meine, eh klar. Aber vor allem auch YouTube und WhatsApp. Haben wir jetzt auch schon viel gehört, aber war doch eher noch überraschend. Twitter nicht ganz so verdächtig, hat aber durchaus was damit zu tun, wer überhaupt auf Twitter ist. Und das sind nicht besonders viele und dann eher eine Elitenbubble. Was aber meiner Meinung nach noch viel spannender ist, ist, dass wir uns auch angeschaut haben, wie sich Leute verhalten auf sozialen Medien und ob das ob es da einen Zusammenhang gibt, mit wie sehr sie an Verschwörungstheorien glauben. Und Leute, die nur auf Social Media lesen, die sind nicht besonders die auffallen als die Anfälligen. Gerade aber die Leute, die auch selber viel schreiben, sind eher die, die auch eher für Verschwörungstheorien anfällig sind. Und das ist extrem problematisch, weil, also es ist Schreiben und Klicken, weil gerade Inhalte, die erzeugt werden dadurch, möglicherweise auch eher Verschwörungsinhalte sind. Und gerade die, die dann auch viel angeklickt werden oder von Leuten, die viel anklicken, die werden dann auch sichtbarer. Das heißt, die ganze Infrastruktur der Social Media begünstigt Verschwörungslegenden, Verschwörungsmythen in dieser Infrastruktur, dass die auch ja sichtbarer werden, einfach nur bei Design, weil es um Popularität, weil es um Klicks und so weiter geht. Dazu fällt mir jetzt der Dunning-Kruger-Effekt ein. Jetzt haben wir so viele Expertinnen da sitzen, ich weiß gar nicht, wen ich fragen soll, dass er oder sie es erklärt, wer mag. Das ist mein Lieblingseffekt. Na bitte. Dunning-Kruger-Effekt besagt, dass Menschen, die wenig wissen, nicht wissen, dass sie wenig wissen. Und ich denke, das ist also genau das Umgedrehte von Sokrates, der ja sehr wohl wusste, was er nicht weiß. Und ich merke es immer wieder, wenn ich in Gespräche gehe mit Leuten zu Verschwörungslegenden, dass ich genau an diesem Punkt scheitere, weil sie davon ausgehen, dass sie ja viel mehr wissen als ich und ich als Akademikerin einfach zu blöd bin, um da folgen zu können. Und dieser Effekt ist ganz banal, wobei er jetzt bei einer Studie ein bisschen widerlegt worden ist, aber ich glaube trotzdem so die Idee, ich denke, das kennt jeder von uns, wenn jemand von etwas überzeugt ist, dann ist es fast unmöglich, da etwas dagegen zu sagen, weil die Leute überzeugt sind, sie wissen es ja eh. Ich habe mir in Vorbereitung auf die Veranstaltung einen Vortrag von dir angehört und du hast gesagt, du möchtest gerade nicht Journalistin sein bei all dem Hass, der Journalistinnen und Journalisten gerade entgegenstößt. Aber ist es nicht auch so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie ihr beide gerade immer mehr auch in den Fokus von Leuten geraten, die euch ungefragt Nettigkeiten ausrichten? Also Jakob Moritz, hast du vielleicht irgendwelche Wahrnehmungen dazu? Ja, also ich habe den Spaß, dass ich meine ganze Zeit bisher, ich bin ja noch recht jung in dieser wissenschaftlichen, akademischen Laufbahn, aber von Anfang an eigentlich habe ich mich mit Medienvertrauen, Populismus, Migration, Covid und Verschwörungstheorien, sagen wir es mal so. Lauter polarisierende mit lauter Themen. Sehr polarisierenden, ja. Themen beschäftigt, wo alles Mögliche schon dabei war. Was mich irgendwie gerade, also in der Covid-Pandemie sowieso nochmal, kriegt man jetzt viel mehr. Man ist auch sichtbarer, das, was ich vorher gemeint habe. Das erste Mal ist auch eine eigene Entscheidung und eine Entscheidung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für sich irgendwie treffen müssen. Man ist mehr in der Öffentlichkeit. Es gibt einfach etwas, wo man einfach nicht im Elfenbeinturm sitzen bleiben kann. Das ist auch irgendwie unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, so sehe ich das irgendwie. Aber das kommt nicht ganz ohne Preis. Man kriegt diese Zuschriften, man kriegt recht heftige Zuschriften und manchmal auch von Stellen, wo man es nicht erwarten würde, so wie zuletzt von einem emeritierten Zeitgeschichte-Professor einer österreichischen Universität, der mich Abschaum und mit dem Propagandamedium der Stürmer, Nazi-Propagandamedium der Stürmer verglichen hat, nur weil ich über die Covid-Demonstrationen und meine Forschung dazu berichtet habe. Was nett ist, dann danach in der Geschichte, um auch was Schönes dazu zu sagen, der Rektor besagter Universität hat diesem emeritierten Professor dann sofort die Uni-E-Mail-Adresse abgedreht, weil was der im Privaten macht, soll er schön tun, aber nicht mit der offiziellen Uni-E-Mail-Adresse. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Es gibt noch Kontrollmechanismen. Das sind arge, aber durchaus interessante Einblicke in dein privates E-Mail-Postfach. Katharina als Journalistin, noch dazu als Frau, zumindest was man medial lesen kann und hören kann, sind Frauen dann nochmal stärker
von Hassnachrichten, mit Hassnachrichten konfrontiert. Hast du in deiner bisher einjährigen Tätigkeit bei Profil als Fact-Checkerin auch schon solche Zuschriften bekommen? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, vor allem nach der Veröffentlichung von Faktenchecks zum Thema Corona. Als Frau geht es auch sehr, sehr schnell in sehr persönliche. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Artikel, den wir verfasst haben. Da ging es darum, dass eines dieser Medien, das ich vorher auch schon erwähnt habe, den Tod eines oberösterreichischen Gemeindearztes in Verbindung gebracht hat mit der Corona-Schutzimpfung, hat aber keine Belege angeführt und sehr reißerisch auch getitelt, die Pate des verstorbenen Arztes zum Beispiel von der Homepage des Bestattungsunternehmens geklaut, direkt online gestellt. Ich habe dann einen Artikel darüber geschrieben, habe unter anderem eben auch dieses Medium kontaktiert, ob sie Belege für diese Behauptung darlegen können. Und der Chef dieses Mediums hat mir dann halt auch wirklich sehr, sehr wüste Beschimpfungen an den Kopf geworfen. Wir Journalisten seien ein Hort, also wir vom Profil seien Hort des Schweinejournalismus, bis hin zu psychische Krankheit, die er mir vorgeworfen hat. Also da kommt durchaus einiges, mit dem man sich dann einfach immer konfrontiert fühlt. Du steckst das aber weg. Ich glaube, was sehr stark hilft, ist, dass ich nicht alleine bin. Also es geht vielen Menschen so, logischerweise vielen Journalistinnen und Journalisten, und da das Gespräch zu suchen, hilft einfach enorm. Und ja. Daniela Ingruber, magst du auch? Ja, ich kann es ganz kurz machen. Bei den E-Mails ist es ganz einfach, da schiebe ich sie in einen Ordner. Zuerst wollte ich löschen und bin dann drauf gekommen, ist es vielleicht gut, wenn man den Beweis hat. Wo es wirklich unangenehm wird, sind Anrufe. Und ich habe blöderweise, ich wollte keine zwei Dienst, also ein Diensthandy und ein anderes, also ist mein privates auch mein öffentliches und die Nummer ist halt natürlich bekannt und das ist unangenehm, also wenn so QAnon-Leute anrufen, dann so spätestens nach 20 Minuten wird es wirklich unangenehm, weil es dann eben auch so persönlich und unter die Gürtellinie geht. Und auch Drohungen ja, mitunter. Ja, was daran vielleicht auch interessant ist, also dass sehr viele Menschen einfach auch unter ihrem Klarnamen schreiben. Also dass man dann auch gar nicht erkennt, okay, ist das jetzt vielleicht jemand, der mich einfach nur mit Großbuchstaben wüst beschimpfen möchte, sondern das ist dann einfach ein ganz normaler Name, ganz normale, seriös anmutende E-Mail-Adresse, die es dann auch ist, sodass man einfach auch pauschal nicht sagen kann, das gebe ich jetzt in den Ordner, das sind die Beschimpfungen und das ist vielleicht eine E-Mail, eine Anfrage oder irgendetwas anderes. Also diese Unterscheidung ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht. In der Öffentlichkeit zu stehen, ganz normal zu recherchieren oder zu forschen, kommt offenbar auch mit einem ziemlichen Preis. Jetzt haben wir noch, wir haben gesagt, die letzte halbe Stunde gehört euch, gehört Ihnen für Fragen. Deshalb würde ich die letzte Runde jetzt gerne dazu nutzen, auch ein bisschen konstruktiv zu ergründen, was kann man denn eigentlich tun, Desinformation und Fake News. Wir haben vorhin gehört, 30-40% sind anfällig dafür. Viele glauben sogar schon daran, sind sogar richtiggehend überzeugt. Du hast es geschildert, wie es in Gesprächen richtig schwierig ist, da auch nur einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil die Fronten schon so verhärtet sind. Also Katharina Zwinz, du als Faktencheckerin bei Faktiv, fragst du dich manchmal selbst, bringt das überhaupt was, Faktenchecks zu veröffentlichen und hast du dafür auch eine Antwort? Ja, ich frage es mich natürlich, weil ich habe es vorher schon angesprochen, wir sind ja eigentlich immer ein bisschen spät dran. Wir können nur Aussagen, Behauptungen überprüfen, die schon die Öffentlichkeit gesucht haben und die auch eine gewisse Anzahl von Personen überhaupt erreicht hat, weil sonst würden wir uns diesen Aussagen auch nicht annehmen, weil dann die Gefahr bestünde, wir würden sie noch größer machen und das wollen wir natürlich auch nicht. Was wir schon sehen, ist, dass Faktenchecks zögerliche Personen erreichen, die mitlesen, die auch die Argumentation, also das ist eben auch ganz wichtig, dass wir unsere Faktenchecks immer sehr stark begründen, argumentativ begründen, sodass die Leserinnen und Leser sie auch selbst nachvollziehen können. Diese eigene Nachvollziehbarkeit ist eben auch... Mit zögerlich meinst du Leute, die noch keine Meinung haben zu dem Thema? Ganz genau. Also es ist natürlich schwierig, Leute, die eine festgefahrene Meinung zu einem Thema zu haben, glauben dann logischerweise sehr leicht auch Dinge, das weiß man ja selber, die eher dieser Meinung entsprechen, lesen so einen Artikel in diese Richtung gehend eben auch. Genau, also das habe ich damit gemeint. Also die noch irgendwo in der Mitte stehen und sagen, ich schaue mal, wie die Diskussion auf Social Media läuft und bilde mir dann die Meinung,
die kann man mit Fact-Checks, glaubst du, hoffst du erreichen? Hoffe ich natürlich. Und was ich schon auch beobachten kann, ist, oder was wir zumindest hoffen, ist, dass wir auch ein bisschen die politische Debatte sensibilisieren wollen, sodass sich Politikerinnen und Politiker auch bei der Nase nehmen und sagen, na, wir dürfen doch nicht alles sagen, es gibt ja schon noch Leute, die das hinterfragen, nachprüfen. Wenn man jetzt im Freundes-, im Bekanntenkreis Menschen hat, bei denen man glaubt, dass sie einer Verschwörungstheorie aufgesessen sind, sie da ziemlich wo in ein Rabbit Hole, wie man das nennt, hineingegraben haben. Jakob Moritz Eberl, hast du Tipps, Tricks, wie man mit diesen Leuten argumentieren, diskutieren kann, oder soll man das lieber gleich lassen? Ich kann leider aus eigener Erfahrung sagen, dass das sehr schwer ist und sehr wehtun kann. Ich würde anders sagen, ich würde auf keine Einzelperson diese Verantwortung auflasten wollen, vor allem wenn es im engen Freundes- oder Familienkreis ist. Es gibt in Österreich mitunter mindestens zwei Organisationen, die ich aber in der Hinsicht nennen will. Das ist einerseits die Bundesstelle für Sektenangelegenheiten und andererseits die Radikalisierungsberatung. Leider beide mit zumindest Hauptsitz in Wien, was jetzt hier in Graz vielleicht nicht unbedingt das nächste ist. Aber die kümmern sich vor allem unmittelbar um die Betroffenen. Nicht um die Betroffenen, aber auch um die Angehörigen der Betroffenen. Sie machen beides, aber auch um die Angehörigen der Betroffenen. Und das ist vielleicht das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass wir, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich 10% der österreichischen Bevölkerung, die für manche Sachen überhaupt nicht mehr erreichbar sein werden. Das sage ich ganz ehrlich, die sind verloren. Ja? Das klingt schlimm, aber ich sehe da unsere Daten zeigen da keine große Möglichkeit. Das sind die, wo du gesagt hast, die haben teilweise schon sehr festgefahrene Meinungen. Und die springen dann ja auch von einer Verschwörungslegende zur nächsten. Aber die haben Familien, die haben Freundeskreise. Und was wir vergessen, dass wir als Gesellschaft auch für die Familien und auch für die Freundeskreise mit zuständig sind. Was ich daher wirklich sagen würde, was wichtig wäre, ist, dass wir solche Organisationen besser ausstatten, dass wir die besser finanzieren, dass wir mehr Aufmerksamkeit für solche Organisationen generieren, dass die Leute wissen überhaupt, dass die gibt. Gleichzeitig aber auch, dass wir sie dann auch evaluieren. Wenn wir ihnen mehr Geld geben, müssen wir sie auch professionell evaluieren, um zu schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Wenn ich eine Sache vielleicht noch sagen darf, und was ich immer man muss auch immer selbstkritisch sein irgendwo. Wissenschaft ist etwas, was sehr viel im Elfenbeinturm passiert, leider, oder sehr lange Zeit immer im Elfenbeinturm passiert ist. Vielleicht auch, um zurückzukommen, was du gesagt hast, man kriegt einfach sehr viel, sehr unangenehme Zuschriften, die möglicherweise auch rechtlich relevant sind und so. Was es durchaus schwierig macht für diese Entscheidung, auch überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich meine, ihr seid Journalist und Journalistinnen, ihr seid immer in der Öffentlichkeit. Wir können es uns eigentlich aussuchen. Ja, wir können alles auch einfach nur in einem Hinterkämmerchen machen und ihr seht das nie. Ihr werdet es nie von uns hören. Und trotzdem sind wir vielleicht in der wissenschaftlichen Community dann sehr bekannt. Ich glaube aber, dass wenn wir gerade dieses Problem der Verschwörungsmythen, des Verschwörungsglaubens oder der populistischen Einstellungen in der Gesellschaft irgendwie aktiv bekämpfen wollen, auch aus einer wissenschaftlichen, also aus der Seite der Wissenschaftscommunity, dann müssen Leute wie wir mehr an die Öffentlichkeit, dann müssen junge Leute auch mehr an die Öffentlichkeit, unterschiedlichste Gesichter mehr an die Öffentlichkeit, damit jeder von euch so seine Peers irgendwie hat, also seine Personen, die ihnen ähnlicher sind, weil früher haben wir immer die drei gleichen Gesichter im Fernsehen gehabt, die man eh schon in allen möglichen Konstellationen zu allen Themen haben sprechen hören. Wir brauchen spezialisierte Leute, junge Leute, die dann auch irgendwie vielleicht irgendwie manche noch mehr erreichen können als andere. Das ist irgendwie unsere Bringschuld auch an die Gesellschaft, weil das erwartet man von uns in dem Fall auch. Falls die Grazer Bürgermeisterin oder der steirische neue Landeshauptmann zuschauen, das war ein Appell für mehr Unterstützung für Beratungsstellen. Jetzt könnte man unten im Publikum vielleicht den Eindruck gewinnen, dass wir ein bisschen arrogant hier oben sind, weil wir davon ausgehen, dass immer die anderen nur auf Verschwörungstheorien hereinfallen. Ich würde jetzt zumindest für mich in Anspruch nehmen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr das auch macht, dass auch wir alle nicht davor gefeit sind, dass wir mal auf eine Desinformation, auf eine falsche Information hereinfallen. Es kursiert ja sehr viel. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, dass sogar der Wiener Bürgermeister auf einen Fake Klitschko oder beziehungsweise auf den echten Klitschko, der nur neu zusammengeschnitten wurde, hereingefallen ist. Also das ist jetzt nichts, wofür man sich genieren muss. Das kann schon mal passieren. Und die Fakes verbreiten, die investieren ja auch sehr viel
muss sehr viel Zeit, sehr viel Energie, auch Ressourcen, Geld in die Fabrikation von Falschinformationen. Daniela Ingruber, jetzt zum Schluss dieser einstündigen Diskussion mal vorerst. Hast du irgendwelche Tipps fürs Publikum, für die Leute daheim, wie man es auch selbst vermeiden kann, auf Falschinformationen hereinzufallen? Aus einem Vortrag von dir habe ich mir ausgeborgt die Formulierung, die Macht des Zweifels. Bitte, Die Macht des Zweifels. Die Macht des Zweifels. Ja, da sprichst du einen wunden Punkt an, weil früher habe ich meinen Studierenden immer gesagt, dass sie ganz viel zweifeln sollen und auch zweifeln sollen an dem, was ich sage und das nachrecherchieren sollen. Inzwischen ist der Zweifel ja in der Querdenker-Szene so zum neuen Motto geworden, sodass ich ganz vorsichtig umgehe mit dem Zweifel. Ich glaube aber trotzdem, dass darin so ein Geheimnis liegt, nämlich einfach nicht die Dinge hinzunehmen, sondern nachzufragen, selber zu recherchieren. Man hat nicht immer die Zeit, viele Medien zu lesen, viele verschiedene, aber wenn man es teilweise wenigstens tun kann, ist das sicher sehr, sehr hilfreich. Und ich gebe dir ja in allem, was du gesagt hast, recht, außer in einem Punkt. Ich gebe niemanden verloren, aber das ist vielleicht auch, weil ich Tirolerin bin und in den Bergen ist das so, dass wir niemanden verlieren können, weil sonst wirklich alles schief gegangen ist. Und das habe ich auch in Kriegsgebieten so gelernt. Es geht einfach nicht. Aber es braucht manchmal viel Zeit und es ist durchaus okay, wenn ich eine Diskussion nicht mehr aushalte und wirklich drunter leide, bevor ich selber explodiere, einfach zu sagen, heute nicht mehr und ich gehe jetzt. Man darf sich auch umdrehen, auch gegenüber guten Freunden. Aber bitte gebt eure Freunde und die Menschen nicht auf und betreiben wir alle politische Bildung, weil ich habe inzwischen die Hoffnung aufgegeben, dass das als Schulfach die Welt verändern wird. Ich glaube aber, dass wir alle politische Bildung täglich machen können. Und weil die größte Lüge von Journalisten ist, das war die letzte Frage, kommt jetzt noch eine letzte Frage an die Katharina. Hast du auch noch Tipps, wie man es vermeiden kann, auf falsche Infos hereinzufallen? Auch zur Frage, wie kommt man eigentlich drauf, dass etwas eine unseriöse Quelle ist? Wir haben halt viel über unseriöse Quellen diskutiert, aber was macht eine Quelle unseriös? Da gibt es ja nicht die eine staatliche Website, zum Glück gibt es die nicht, wo man nachschauen kann, wo aussortiert wird, seriös, unseriös. Ganz simpler, fast banaler Tipp ist, sich einfach mal das Impressum anzuschauen. Also bei jeder Website einfach zu schauen, wer steckt überhaupt dahinter. Bei diesen Medien, die ich vorher schon angesprochen habe, ist es ganz einfach, man kommt dann auch drauf, es ist ein gewisser Herr, der einer gewissen Partei dann wieder auch nahe steht und hat dann eben auch so den Hintergrund ein bisschen besser und kann auch besser einschätzen, wem denn eine gewisse Fehlinformation überhaupt nutzt. Also das ist mal ein ganz banaler Tipp und eine Information oder eine Quelle einfach auch mal zu googeln und zu schauen. Es ist ja so, dass sich viele Medien auch schon mit dubiosen Quellen auseinandergesetzt haben und auch Artikel diesbezüglich geschrieben haben. Das heißt, da kann man sich auch schon mal Informationen holen. Und eben das ganz Wichtige, was vorher eben auch schon gesagt wurde, sich selbst auch dessen bewusst sein, dass es jedem passieren kann, auf falsche Informationen einfach auch reinzufallen und zweifeln oder nicht zweifeln. Also Blick ins Impressum, an sich selbst zweifeln. Das sind einmal jetzt die Dinge, die wir fürs Erste mitnehmen. Danke euch mal. Hat sich, glaube ich, das Podium hier mal einen kleinen Zwischenapplaus verdient für die erste Stunde. Und jetzt würden wir gern, da hinten haben Sie schon die Elevate-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Stellung gebracht und fliegende Mikros schwirren umher. Bitte Fragen stellen, kritische Fragen stellen. Gern auch Jakob Moritz, Daniela und Katharina direkt adressieren. Naja, ich weiß nicht, ob es das richtige Podium ist, aber die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ist es möglich, dass Putin in Russland einmarschiert? Wie war es möglich, dass der Hitler fast ein Volk ausradiert hat? Und ich habe den Goldhahn gelesen, wie der Antisemitismus sich verbreitet hat. Und es muss ja jetzt auch in Russland, also wenn 70% der Russen für den Krieg sind, da muss ja vorher die Propaganda gelaufen sein. Gibt es irgendwie noch keine Beobachtungsinstrumentarien, wo irgendwie geschaut wird, was wird da in den Medien verbreitet? In russischen Medien, Staatsmedien. Jetzt aktuell betrifft es wieder Russland, aber wie diese Propaganda funktioniert und wie sie verbreitet wird, das hatte einen langen Prozess. Das
Krieg fällt ja nicht vom Himmel, der fängt ja nicht an dem Tag an, sondern der, eben, und ich habe mich zuerst gefragt, im 21. Jahrhundert, wie kann das sein, dass der Putin da einmarschiert, auch dass das russische Volk damit einverstanden ist oder mitmarschiert. Es gab ganz am Anfang, ich glaube, eine Liste von 400 Wissenschaftlern, die so quasi unterschrieben haben, dass der Krieg beendet werden soll, aber viel mehr aus dem Volk gab es dann nicht, und bis ich da mitgekommen habe, ja, da wird einfach, es ist Zensur, es gibt keinen Krieg offiziell, und die Leute eben sind auch, die Ukrainer sind Nazis, bis hin das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der da ganz massiv sich für den Krieg ausspricht. Oder wie kriegt man das mit, was da vorher, dieser Propagandaprozess, der da läuft? Also braucht es da nicht irgendwie Institutionen, keine Ahnung, wie man das... Mag Frage für dich, oder? Jemand wieder, Max. Von ich kann schon. Euch? Bitte, Daniela. Das ist schon länger zu beobachten, und ich kann nur ein einziges Beispiel geben, dieser Hashtag I stand with Russia. Der ist nicht erst am 24. Februar in den Medien gekommen, den gibt es seit 2014, und massiv verwendet wird er seit November 21. Und wenn man in den Social Media schaut, ist diese ganze Propaganda schon lange vorbereitet worden, gleich wie, du hast ja auch erwähnt, den Antisemitismus, das geht über Jahrzehnte und genau, und ist nichts. Ja, das, also all diese... Also auch der Antisemitismus im Mittelalter, in den Schriften kommt der schon vor. Mhm. Nur wer konnte im Mittelalter lesen? Das waren gar, und mit der Verbreitung der Medien und die Hitler dann auch mit Film, Jud Süßers Propagandafilm, das hat die Masse, hat diese Gehirnwäsche bewirkt. Und das war aber damals nicht unbemerkt, und es ist auch jetzt nicht unbemerkt geblieben, nur... ist es halt auch relativ schwer, jetzt von einer anderen Region aus die Medien dort, unter Anführungszeichen dort, ich möchte jetzt nicht in hier und da einteilen, aber in einer anderen Region die Medien zu beeinflussen, ist ganz, ganz schwierig. Aber es hat in Russland diese ganz wichtige NGO Memorial gegeben, die seit Jahren auf das aufmerksam gemacht hat und dementsprechend auch verboten worden ist. Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, du wolltest da noch etwas dazu sagen. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass die meisten Antworten sind eigentlich in der Frage schon geliefert worden. Also wenn wir einen totalitären Staat haben, in dem Zensur gemacht wird, wir haben das alle, glaube ich, über die letzten Jahre und auch Jahrzehnte ja mitbeobachtet, und wir brauchen gar nicht bis nach Russland schauen, die Schritte hin zu einer... Wir haben in Ungarn schon eine illiberale Demokratie, aber die Richtung geht in Richtung autoritärer Staat. Die Beispiele sind ja da, die Schritte sind da. Die Frage ist dann immer, was kann man überhaupt dagegen machen? Und ich glaube halt, ich bin kein Kriegsexperte oder sonst irgendwas, aber wenn sich eine von zwei oder mehr Parteien entscheidet, Krieg zu führen, dann wird diese Partei sich entscheiden, Krieg zu führen. Und so ist es dann. Ich meine, vielleicht darf ich von Ihrer Frage noch was aufgreifen, weil Sie haben ja einerseits von russischen Medien gesprochen, die Desinformation verbreiten in Russland, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Die haben diese Desinformation auch deutschsprachig mit Russia Today, RT Deutsch, in Europa, in Deutschland, in Österreich verbreitet. Teile dieser Sender wurden jetzt in Reaktion auf diesen Angriffskrieg in Europa auch verboten. Könnte man jetzt noch den Kommunikationswissenschaftler fragen, ob das ein legitimer Schritt ist, in einer liberalen Demokratie einen Sender zu verbieten? Es ist durchaus kein unumstrittener Schritt. Es ist durchaus ein Schritt, den man sich auch möglicherweise, den man auch neu evaluieren muss, immer wieder neu evaluieren muss. Das gilt für hier, das klingt noch mal mehr für Verbote, die derzeit auch in der Ukraine gelten, also Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit, die auch in der Ukraine derzeit gelten. Wir haben damals auch im Austrian Corona Panel eine Umfrage gemacht in Österreich, inwiefern die Österreicherinnen und Österreicher für eine Einschränkung russischer Medien wären, und sind damals bei ungefähr 50% der Österreicherinnen
gelandet, also 50% der Österreicher haben diesen Schritt durchaus unterstützt. Andere haben vielleicht auch gar keine Meinung dazu gehabt. Aber ja, es kann durchaus ein legitimer Schritt sein, aber was bei sowas immer bedacht werden muss, ist, dass es einen sogenannten Fail-Safe gibt, dass man auch das neu evaluiert, dass wenn so eine Krise dann vorbei ist, auch solche Dinge wieder neu evaluiert werden müssen, weil auf unbeschränkte Zeit Medien eines bestimmten Landes zu verbieten, das ist schon wieder ein Schritt in Richtung autoritärer Staat, wo wir ja eigentlich nicht hingehen wollen, wir als Österreich. Und weil, Katharina, wir beide unlängst gemeinsam auf einer Veranstaltung waren, bei der das Moskau-Büro des ORF, die drei Mitarbeiterinnen Miriam Beller, Carola Schneider und Paul Griesey, die ja für den ORF in Moskau sitzen, geehrt und ausgezeichnet wurden. Und die haben da ein bisschen berichtet, wie es ihnen ergeht in Russland und was sie dort nicht mehr sagen dürfen. Kannst du das vielleicht auch noch kurz einbringen, weil es zum Thema Medien dazu passt? Ja? Wie nämlich sogar die Berichterstattung in Österreich aus Moskau gefiltert wird. Also natürlich, alle drei haben berichtet, wie schwierig die Berichterstattung dort teilweise ist. Sie dürfen das Wort Krieg nicht mehr verwenden. Sie berichten immer verwenden andere Wörter diesbezüglich. Es ist auch schwierig, mit Menschen überhaupt noch zu reden, die auch die Regierung kritisieren, naheliegend, aufgrund der Repressalien, die Menschen dann auch in Erfahrung bringen oder bekommen. Das heißt, die Berichterstattung ist irrsinnig schwierig und auch teilweise, früher haben sie auch sehr stark auf der Straße Meinungsbilder eben eingefangen, aber auch das ist schwierig. Also auch das ist sehr, sehr wenig möglich, einfach weil die Menschen diesbezüglich auch nicht mehr viel sagen wollen. Ja, du hast es angesprochen, über einen Krieg zu berichten, ohne das Wort Krieg zu verwenden, das ist einigermaßen tricky. Da vorne mit der Kappe eine Frage, schon länger gesehen. Ja, an den Jakob Moritz Eberl. Überwiegend einmal die Frage, diese Vaccination Gap, also zwischen den, nennen wir es mal, Impfgegnern, nicht Impfskeptikern, und dem Rest der Bevölkerung, die äußert sich ja dann auch in den regelmäßigen Demonstrationen. Und dann eben, wie wir gehört haben, in dieser Offenheit für neue Verschwörungsmythen. Ist das diese Vaccination Gap, ein Phänomen, mit dem wir in Zukunft auch zu rechnen haben, bei jedem neuen Thema, das irgendwie kontrovers diskutiert wird, dass die alle auf der einen Seite dann landen, so wie bei den Demos, wo wir jetzt im ersten Pulk immer die Russlandfahnen mit dabei haben? Sehr gute Frage, danke dafür. Im Rahmen des Austrian Corona Panel Projekts haben wir regelmäßig auch Blogs herausgebracht, falls ihr die noch nicht wahrgenommen haben solltet, was vollkommen fair ist. Aber falls ihr mal googeln wollt, also Corona-Panel und Blogs, haben wir 150 oder so Blogs veröffentlicht in den letzten 2 Jahren. Einer dazu hat den Titel Verschwörungsmythen oder so, gekommen, um zu bleiben. Und das ist ein bisschen so in die Richtung, in die auch deine Frage gerade geht. Was wir in den Daten eben sehen, ist eine sehr starke Korrelation zwischen Verschwörungsmythen zu Covid-Impfung und anderen Verschwörungsmythen. Sei es eben die autoritäre neue Weltordnung, sei es Klimaskeptizismus, sei es irgendwas anderes. Was wir beobachtet haben bei Personen, die zu Demonstrationen gehen, ist ein sehr großer Hang an Glaube an Verschwörungsmythen. Ist auch ein sehr großer Hang an Spiritualismus vor Ort, also Glaube an ein Leben nach dem Tod, müssen wir so sagen, ist so. Nicht unbedingt Glaube an Gott. Also ich möchte unterscheiden zwischen Leuten, die gottgläubig sind und Leuten, die an ein spirituelles, etwas anderes glauben, sind auch eher bei diesen Anti-Maßnahmen-Demos gewesen, sind auch eher nicht gewillt, sich zu impfen. Und auch Homöopathie ist ein großer Block, den wir dort sehen. Das sind nicht unbedingt links-grün-Alternative, sondern es gibt auch sowas wie Rechtsesoterik, um das auch mal gesagt zu haben. Und dadurch, dass das so ein Zusammenschluss von ganz vielen unterschiedlichen Weltanschauungen sind, und wir sehen es jetzt schon bei den Demos, dass dort auch die Russlandflaggen ziemlich schnell gehisst worden sind, die Pandemie wird irgendwann vorbei sein. Ja? Aber diese Verschwörungsmythen, diese Verschwörungslegenden, dieser ganze Mechanismus, auch die
die wirtschaftlichen Interessen, die hinter manchen privaten TV-Sendern in Österreich stecken, ich habe ihn vorher genannt, oder eben hinter alternativen Nachrichtenmedien, da ist eine Mobilisierungsmaschine und eine Geldmaschinerie im Hintergrund schon angelaufen gemacht worden. Ihr wisst, was ich meine. Und die werden sie jetzt nicht abdrehen, wenn dann irgendwann doch, und ich hoffe, es wird so sein, die Pandemie, dieser Krisenzustand vorbei ist. Das wird einfach weitergehen. Und vor allem dann, wenn wir nicht als Gesellschaft irgendwie Resilienzen aufbauen, wie solche, die wir jetzt alle schon angesprochen haben. Ich sehe irgendwie dieses kritische Denken als eine Art Impfung und die Fact-Checks als eine Art Medizin, die man halt, nachdem man dem Schmarrn ausgesetzt wurde, dann nehmen kann. Und davon brauchen wir einfach viel mehr. Außerdem vielleicht ganz kurz noch eine Zahl. Wir haben die Österreicherinnen auch gefragt, was ihnen am Journalismus während der Krise am wichtigsten wäre. Und 82% der Österreicherinnen haben gesagt, und damit den höchsten Zuspruch hat Fact-Checking-Journalism bekommen. Das hatten wir so bisher noch nie. Die Österreicherinnen und Österreicher sind euch sehr dankbar, um das vielleicht auch mal kurz sagen zu dürfen, dass es euch gibt, dass ihr das macht. Und davon braucht es in Wirklichkeit auch mehr. Ja, bitte, sag kurz. Nein, wie du gesagt hast, davon braucht es mehr. Also, wo wir unseren Faktencheck damit gestartet haben, war die Frage, also haben wir uns auch des Öfteren die Frage gestellt, ob es überhaupt genügend falsche Aussagen gibt, genügend Behauptungen, die sich wirklich auch überprüfen lassen. Und jetzt im Zuge der Zeit haben wir gemerkt, also wir bräuchten in Wahrheit noch ein viel größeres Team, weil es so viele Falschaussagen, so viele Erzählungen, so viele Mythen gibt, die eigentlich einer Aufklärung bedürfen würden. Ja, und jetzt mache ich einfach weil du das schon so ansprichst, schamlose Eigenwerbung unter faktiv.at kann man die Arbeit, die Katharina und ich machen, auch nachlesen. Aber wir sind an sich noch in der Fragerunde. Das heißt, wer die Hand hebt, da hinten haben wir ein paar, ist schon dran. Glaube ich noch nicht, oder? Ja, danke. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar die Klimakrise. Und weil auch das ist etwas, was vor allem langfristig uns alle betrifft. Und auch hier sehe ich, dass es noch immer Skeptiker gibt, obwohl die Wissenschaft und jetzt auch der Klimarat zum Beispiel von Bürgerinnen und Bürgern initiiert und mit Daten und Vorschlägen belegt, da ist. Und meine Frage wäre einerseits, wieso reagiert hier auch die Politik viel zu langsam, obwohl schon viele Fakten da sind? Und das andere Thema ist in die Medien. Geht es immer nur darum, zu berichten, wenn es irgendwie ein akutes Ereignis gibt, um irgendwie so das Drama aufzuzeigen? Und da vermisse ich eigentlich auch immer auch die aktiven Berichte, nicht einfach immer nur, wenn es gerade die Aufmerksamkeit dafür gibt, wenn es nicht irgendwie gerade was anderes Aktuelles gibt, weil es ja uns auch in weiterer Zukunft einfach betrifft. Und eine direkte Frage an die Frau Ingruber hätte ich noch. Sie haben gesagt, die Bürgerinnen wünschen sich, mehr befragt zu werden. Aber ich denke mir, es geht ja nicht nur ums Befragen, weil wenn ich auch zum Beispiel in der Corona-Krise alle Leute befrage, müsste ich auch jede Meinung respektieren. Die Frage ist, was mache ich, wenn ich alle Bürger und BürgerInnen befrage? Es geht ja auch um dieses Akzeptieren und Involvieren oder auch Maßnahmen umzusetzen. Und das fehlt mir eigentlich in der Politik vor allem. Danke. Vielleicht, Kathi, magst du zur Medienfrage was sagen? Können wir vielleicht da gemeinsam beantworten. Habe ich die Frage richtig verstanden, dass Medien nicht nur reaktiv auf das, was politische Akteure so in den Diskurs hinein werfen, reagieren sollen, sondern vielleicht auch selbst Agenda-Setting in den Bereichen betreiben, wo sie der Meinung sind, da fehlt was? Ich würde für Magazine und Wochenmagazine und Wochenzeitungen, die es in Österreich nicht viele, aber doch ein paar gibt, in Anspruch nehmen, dass das sicher ein Stück weit passiert. Man muss wahrscheinlich aber auch sehen, dass die politischen Akteure vor einer schwierigen Situation stehen, weil einerseits in Umfragen ist das immer sehr widersprüchlich. Ne? Die Mehrheit der Bevölkerung sagt, tut's was gegen den Klimawandel. Gleichzeitig ist aber eine große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher gegen Tempo 100 auf Autobahnen. Wir haben bei Profil abfragen lassen, soll Österreich auf russisches Gas verzichten aus Solidarität mit der Ukraine? Große Mehrheit dafür.
jetzt, wo der Preis teurer wird, schreien alle nach Deckel und die Politik tut zu wenig und so weiter und so fort. Also es ist halt oft auch sehr widersprüchlich. Also ja, gegen den Klimawandel kämpfen, aber bitte nicht bei mir hinterm Haus ein Windrad und bitte auch ja nicht sozusagen meine wohlerworbenen Rechte, das Recht, dass ich mit dem Auto überall hinfahren kann und das zu einem billigen Preis beschränken oder auch verteuern. Und das ist sozusagen ein Widerspruch, der nur politisch auflösbar ist und letztlich fällt da die Entscheidung ein Stück weit auch an der Wahlurne. Ne? Aber du hast schon recht, dass man als Journalist sich nicht nur so begreifen sollte, dass man, so sehe ich jedenfalls, dass man hinterherhechelt dem, was an Agenda-Setting politisch betrieben wird, sondern auch eigentlich antizyklisch dagegen sagen muss, Moment einmal, aber es gibt da ganz viele gesellschaftliche Problemstellungen, die eigentlich übersehen werden. Und da sehe ich es eigentlich so, dass die Wissenschaft und der Journalismus da durchaus Verbündete sind, weil ganz oft Medizinerinnen und Mediziner in der Corona-Krise gesagt haben, Achtung, wir übersehen da was, ja, Long-Covid, Leute, die davon betroffen sind, da gibt es keinen Fokus drauf. Ja. Beziehungsweise auch, du hast das jetzt angesprochen, Forscherinnen und Forscher sagen, beim Klimawandel passiert zu wenig, wenn wir so weitermachen, Pariser Klimaziele nie erreichbar. Da liegt es dann an Medien, das aufzugreifen, sehe ich eigentlich genauso. Ja, kann ich mich nur anschließen, dem Appell ist immer natürlich auch eine Ressourcenfrage, wie Redaktionen ausgestattet sind, weil das Einfachste ist natürlich, zu einer Pressekonferenz zu laufen und einfach abzuschreiben, was dort gesagt wird. Schwieriger ist schon, hinterher zu überprüfen, ob das auch gestimmt hat, was dort gesagt wurde. Da braucht man schon deutlich mehr Zeit. Das ist auch eine Einladung an alle, die hier sitzen, gern Geld für Medien auszugeben, weil irgendwer muss da auch bezahlt werden, um zu recherchieren. Ja, wenn ich vielleicht da noch ganz kurz ergänzen kann, beziehungsweise kurz aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ihr Profil überlegen natürlich schon noch immer bei der Konzipierung des Hefts, ist das stimmig? Kommen gewisse Aspekte vor, die wir für wichtig halten, wo wir uns schon noch immer überlegen, was sind die zentralen Problemstellungen, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen. Das ist ganz klar die Klimakrise. Dementsprechend versuchen wir schon noch immer diesen Aspekt aktiv auch einzuarbeiten. Aber ich sehe ganz klar, dass da Medien eben in der Verantwortung sind. Ja. Und weil jetzt sicher jeder, inklusive mir, die Frage, die konkret an die Daniela Ingruber vergessen hat, magst du sie nochmal wiederholen, bitte? Ja, es war die Frage, wenn Menschen sich wünschen, mehr gefragt zu werden, was macht man damit? Also der Bürgerinnenrat war ja jetzt sehr professionell und sehr gut aufgesetzt, aber die Frage, was passiert damit? Und ich glaube, das ist das, was Menschen auch vermissen und wie gehen wir um mit unserer Demokratie, wenn jede Stimme zählt, weil dann wären wir genau das Thema, was heute ist, auch bei der Corona-Krise auch woanders und da würde man nicht sagen, wir fragen jeden, aber die sind falsch und die sind richtig, also genau, was machen wir damit oder was wäre eine gute Lösung? Da war natürlich nicht gemeint, dass da jetzt täglich eine Umfrage ist und jede einzelne Person in ganz Österreich gefragt wird, sondern eher so, dass man Menschen, die eine bestimmte Idee haben, die ein bestimmtes Problem haben, also auch sozial gesehen bestimmte Gruppen, dass man die hört und dass man nicht nur ein Elitendenken hat. Das ist sehr oft in diesen Gesprächen angesprochen worden. Und also ich finde halt, dass Politiker und Politikerinnen müssen sich diesbezüglich dann wieder ein bisschen daran erinnern, dass sie eigentlich Dienstleister sind, weil sie werden ja von uns gewählt, um uns zu vertreten und nicht um dann an der Macht sozusagen zu sein. Und wenn sich das wieder ein bisschen ändern würde, dieses Bewusstsein, dann würde auch die Nähe zur Bevölkerung da sein. Da braucht jetzt nicht der Bundeskanzler oder jeder Minister immer gleich mit den Leuten reden, aber wir haben ja in Österreich den Föderalismus, wir haben auf der regionalen Ebene viele Politiker und Politikerinnen, die auch sich daran erinnern können, wieder näher bei der Bevölkerung zu sein und sich nicht, wie in Zeiten von Corona jetzt wirklich üblich war, hinter Plexiglas zu verstecken und einfach alle öffentlichen Termine abzusagen. Das war zum Beispiel etwas, was massiv kritisiert worden ist. Was aber, wenn man es umgekehrt wieder sieht, also ich glaube, und das ist auch aus diesen Interviews viel rausgekommen, dass Menschen sich Sorgen machen, dass andere Bürger und oder ihre Mitbürger und Mitbürgerinnen sich nicht daran erinnern, dass Demokratie auch Pflichten bedeutet und nicht nur Freiheit. Und das ist sicher auch etwas, was damit reinspielt, mit dem Zuhören. Und natürlich, klar, Politiker sind dazu da, um Maßnahmen zu finden, aber ich denke, sie sind auch menschlich und haben es gar nicht so leicht.
Das soll jetzt nicht alles entschuldigen, aber ich glaube, dass wir als Bevölkerung schon auch Dinge konkret einfordern müssen, damit sie umgesetzt werden. Ich möchte vielleicht noch kurz, Zahlen einwerfen. Ich bin positivistischer Wissenschaftler, das heißt, ich arbeite nur mit Zahlen. 34% der österreichischen Bevölkerung sind sich nicht sicher, ob der Klimawandel wirklich menschgemacht wäre, also ob das nicht doch einfach nicht der Fall ist. Das heißt, ein Drittel der Bevölkerung ist hier noch irgendwie auf der komischen Seite. Was ich Ihnen sagen will, ist, dass die Pandemie sollte uns jetzt eigentlich unglaublich viele Learnings für die Klimakrise geben. Weil die Klimakrise ist vom Setup sehr ähnlich wie die Pandemie. Wir haben eine hohe Sichtbarkeit von Wissenschaftlerinnen, wie wir das sonst eigentlich in wenig anderen Settings haben. Allerdings haben wir auch sehr komische Situationen, wo vor allem Politik und Wissenschaft irgendwie in geheimen Kämmerchen irgendwas aushandeln und nicht ganz klar ist. Es ist manchmal undurchsichtig, was sehr viel, du hast das Wort gerade schon verwendet, Eliten, was sehr viel dieses Elitenbild erzeugt. Schlechte Nachricht ist, eigentlich hätten wir aus der Klimakrise und der ganzen Thematik jetzt schon auch für die Pandemie was lernen sollen und nicht von der Pandemie jetzt für die Klimakrise lernen sollen, weil wir hatten das davor schon einmal. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir vielleicht mehr lernen, beziehungsweise dass die Learnings, die wir jetzt aus der Pandemie entwickeln, und wir haben eine Studie auch gemacht, inwiefern wir zeigen, dass auch Populismus und populistische Einstellungen Klimaskeptizismus erklären können, dass die Lösungen, die wir jetzt für die Pandemie und für Populismus und Verschwörungstheorien und so weiter in der Pandemie haben, dass diese selben Lösungen uns auch in der Bekämpfung der Klimakrise helfen werden, weil es geht eigentlich im Grunde um dieselben Leute, es geht im Grunde um dieselben Einstellungen und dadurch auch um dieselben Lösungsschritte. Also ich bin ein bisschen zuversichtlicher, aber natürlich muss auch was getan werden. Ja? Und ja, das können nicht wir machen. Es gibt noch die Chance für eine Frage. Vielleicht bringen wir zwei unter und machen es einfach direkt hintereinander. Hallo. Ich hätte noch eine Frage zum Dunning-Kruger-Effekt. Also ich höre das eigentlich die ganze Zeit, aber ich habe das jetzt nur einmal erwähnt. Oder ich würde es gerne diese Perspektive stärker einnehmen oder mich dafür interessieren, weil im Prinzip ist das ja eben das Wissen von denen, die es haben, kann nicht weitergegeben werden zu denen, die es nicht haben eben. Und jetzt wollt ihr euch fragen, was sind da eure Erfahrungen, diese Barriere zu durchbrechen? Frage. Wir nehmen die mit. Die Frage und holen da hinten noch eine. Ja, ist eigentlich keine Frage, sondern nur ein kurzes Statement halt zur Klimakrise. Ich glaube, wir sind in der Klimakrise und wir haben eine auch manifeste Biodiversitätskrise. Und der Punkt ist der, dass der erste IPCC ist vor 30 Jahren ungefähr rausgekommen und wir haben um 32% plus Treibhausgasemissionen in dem jetzigen System eben dazu gewonnen oder das mehr geworden, aber auch in Österreich ist so. Und ich glaube, der Punkt ist halt, dass mit den Wahlen, ich glaube, dass das nur bedingt irgendwie das lösen kann, obwohl ich voll pro Wählen bin, aber wir sehen, dass es in dem jetzigen Wirtschafts- und Finanzsystem halt nicht möglich ist. Also ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen zu trivial, wenn man sagt, wir wählen das und das Verhalten der Leute passt nicht, das korreliert und gebe ich auch recht. Aber das Entscheidende ist halt, dass man begleitende Kommunikationen, also man kann ja verschiedene Ebenen auch eben eine gewisse Kommunikation eben fahren. Und dann, glaube ich, könnte man das auf jeden Fall framen. Und das Wirtschaftssystem muss de facto geändert werden, weil es halt irgendwie der Wurzel von dem Ganzen noch ist. Also ich glaube, ein letzter Satz. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns wieder an Werten orientieren und nicht jetzt dem Diktat der Konzerne unterwerfen und den 1% oder 0,1% halt, die es global respektive in Österreich gibt. Danke. Nachdem das eine kurze Antwort auch, glaube ich, auf das war, was ich vorhin gesagt habe. Also du argumentierst jetzt, Wahlen allein ist nicht sozusagen. Wahrscheinlich bräuchte es, ich erinnere da an die Angela Merkel in Deutschland, das war eine politische Persönlichkeit, die so viel politischen Kredit aufgebaut hatte über eine gewisse Zeit, dass sie selbst in der Bevölkerung zunächst nicht mehrheitsfähige Maßnahmen wie wir schalten die Atomkraft ab durchsetzen konnte, weil sie so viel politischen Kredit aufgebaut hatte. Ne? Und die Schwierigkeit ist immer dann, wenn
und so hatte ich es gemeint, wenn politische Akteure mit der besten Absicht versuchen, auch klimapolitisch Akzente zu setzen, ich denke zum Beispiel auch an Frankreich, sobald der Spritpreis steigt und massiv Menschen dann auf die Straße zu gehen beginnen, dann wird es halt für die, die das Establishment sind, richtig unangenehm und auch schwierig, diese Maßnahmen durchzusetzen. Also es bräuchte irgendwie etwa, also das ist ein bisschen skurril, wenn ich das jetzt sage, weil wir an sich immer sagen, wir brauchen keine starken Führungspersönlichkeiten, sondern schwache Leader, die auch stark kontrolliert sind, aber für dieses Megaproblem bräuchte es wen, der richtig viel Power hat. Jein. Ich glaube, es bräuchte eine Regierung, die halt nicht alle zwei Monate in Korruptionsskandale verwickelt ist. Aber ich glaube, da sind wir uns eh einig. Das war ja der Macron zum Beispiel nicht, ne? Und ja. Der ist auch gescheitert. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass, also gerade, also sei es jetzt die Gesundheitskrise, sei es die Klimakrise und so weiter, wenn man Maßnahmen durchbringen will, die unangenehm sind, dann muss man diese Sachen auch irgendwie vorleben können, da muss man die Glaubwürdigkeit haben, da muss man das Vertrauen der Bevölkerung haben, das Vertrauen der Bevölkerung, und gerade in dieser Gesundheitskrise ist es absurd, wie wir von einem Korruptionsskandal in den nächsten reingeschlittert sind. Das funktioniert nur, wenn man den Institutionen auch vertrauen kann, und das ist nicht die Blöden da unten, die den politischen Institutionen oder den wissenschaftlichen Institutionen nicht vertrauen wollen. Das Vertrauen ist ja nicht, das muss man sich verdienen, dieses Vertrauen. Das heißt, das hängt schon auch von allen Beteiligten in dieser Elite, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, ab, dass sie das Vertrauen sich auch verdienen. Und ja, das kann dann eine starke Führungspersönlichkeit sein, aber ich glaube, das muss es gar nicht so sehr. Ich glaube, es muss eine klare Message da sein, ein klares Team sein, eine klare Vision, auch wenn das Wort Vision in Österreich historisch besetzt durch Bruno Kreisky vernichtet wurde, weil man Visionen anscheinend nicht haben darf. Aber es muss, wenn man eine Vision haben, nennen wir es Utopie, auf die man hinsteuert und die auch klar kommuniziert, dann kann das durchaus möglich sein. Wir dürfen nicht auf den Dunning-Kruger-Effekt vergessen. Das war die Frage direkt an die Daniela Ingruber. Danke. Darf ich es mit einer ganz kurzen Anekdote beantworten? Ich gehe in relativ viele Schulen, um mit den Kindern und Jugendlichen zum Ukraine-Krieg und über ihre Ängste zu sprechen und auch mit ihnen Übungen zu machen, wie sie mit ihren Ängsten umgehen können. Im Zuge dessen habe ich einmal in einer Volksschule, in die ich selber gegangen bin, um eine Landkarte gebeten, um den Kindern, das waren Viertklässler, um ihnen zu zeigen, wo die Ukraine liegt und wie das jetzt ist, wenn die Soldaten von Russland in die Ukraine kommen. Man fand 10 Minuten keine Landkarte, dann fand man eine, und es war genau die gleiche Landkarte, mit der ich schon gelernt habe. Damals gab es noch die Sowjetunion. Ich habe dann zu der Lehrerin etwas verzweifelt gesagt, falsche Landkarte, habt ihr nicht eine andere, weil da ist noch die Sowjetunion drauf. Und die klare Antwort der Lehrerin war, naja, wenn das so weitergeht, ist es eh bald wieder wahr. Und ich denke, solange wir ein Schulsystem haben, wo solche Dinge möglich sind, wo sowohl die Lehrerin in ihrer Verzweiflung nichts anderes weiß, außer einen wirklich fehl am Platz Schmäh zu sagen, und solange es Lehrmaterial gibt, das so ist, werden wir uns weiterhin ganz, ganz schwer tun mit Bildung. Und ich glaube einfach, dass wir wirklich an unserem Schulsystem arbeiten müssen, ganz, ganz dringend. Ich weiß, ich setze mich da jetzt total in den Nesseln, weil das ist ein Streit schon seit vielen Jahren, aber es ist höchste Zeit, dass wir anders mit Wissen umgehen. Und dann wird auch dieser Dunning-Kruger-Effekt, glaube ich, weggehen, weil wenn Wissen nicht mehr hierarchisch gestaltet ist, sondern einfach den Kindern und Jugendlichen mehr beigebracht wird, Wissen zu wollen, dann könnte sich was ändern. Aber wenn ich jetzt das Rezept... Aber fürs Rezept haben wir heute nicht mehr Zeit. Perfektes Schlusswort. Die Kinder sind die Zukunft und da kann man vielleicht auch noch was retten. Vielen Dank Ihnen, dass Sie so lang durchgehalten haben. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend. Danke euch dreien, Katharina, Daniela, Jakob, Moritz. Nochmal für die drei bitte einen Applaus. Und ich glaube, in unser aller Dreier, Vierer Namen kann ich sagen, danke an das Elevate.
Team, denn ihr habt uns die Anreise, den Aufenthalt sehr angenehm gestaltet und hier einen wunderschönen Diskursraum aufgemacht, den wir hoffentlich zu eurer Zufriedenheit gefüllt haben. Dankeschön. Applaus